1942 erscheint in den USA ihr Roman Das siebte Kreuz, den sie noch in Frankreich beendet hatte. Ein Sensationserfolg. Der Roman wird Book of the Month. Hollywood kauft und verfilmt den Stoff. Und in den amerikanischen Zeitungen erscheinen sofort die ersten Comic-Darstellungen der Geschichte des KZ-Flüchtlings Georg Heißler. In ihrem bis heute weltweit gelesenen berühmtesten Roman ist Anna Segers in ihre rheinländische Heimat zurückgekehrt. Das KZ Osthofen, im Buch heißt es Westhofen, liegt nur wenige Kilometer von Mainz entfernt. Und Georg Heißler irrt auf seiner Flucht durch die Orte von Annas Jugend. Die Dämmerung drang nicht von außen ein wie an gewöhnlichen Abenden. Der Dom selbst schien sich aufzulösen und zu entsteinern. Georg suchte sich ein Versteck. Quer durch das Seitenschiff fiel der Widerschein eines Glasfensters, das vielleicht von einer Lampe erhellt wurde aus einem der Häuser jenseits des Domplatzes oder von einer Wagenlaterne. Ein ungeheurer, in allen Farben glühender Teppich, jäh in der Finsternis aufgerollt. Nacht für Nacht, umsonst und für niemanden, über die Fliesen des leeren Domes geworfen. Denn solche Gäste wie Georg gab es auch hier nur alle 1000 Jahre. Ein Stück Weltliteratur hat Anna Segers veröffentlicht und zum ersten Mal ist sie durch diesen Erfolg auch finanziell abgesichert.